Wir beginnen jetzt mit der bioenergetischen Massage. Als allererstes legen wir den Partner in diese Position, in der er bequem liegt und die Energie gut fließen kann. Dazu ist es notwendig, dass die Arme nach oben liegen. Denn eine halbe Stunde massieren und die Arme sind nach unten, das wird den Schmerzen bereiten und der Partner wird unruhig. Die Arme also nach oben zur Seite, nicht ganz an die Seite ran, weil ich brauche ja die Oberseite hier. Und die Beine, so ist richtig, leicht gespreizt. Am Anfang machen wir wieder eine Energetisierung im Liegen, so wie im Stehen. Ich kann euch jetzt noch einmal zeigen, wie das auf dem Rücken passiert. Wir machen jetzt eine Energetisierung von hier bis hier. Wie ich es erklärt habe im Stehen, die Hände auf die Schulter, die Daumen an die Wirbelsäule. Jetzt wieder die Energie spüren, die Wärme, die Energie, die in den Körper fließt. Und nun gehen wir langsam an der Wirbelsäule mit den Daumen und mit den Händen über den Rücken nach unten. Langsam, damit die Energie eurer Hände wirklich in den Körper einströmen kann. Bis zum Steiß. Hier nehmen wir die Hände zur Seite und führen sie zur Seite nach oben. Wieder bis zur Schulter. Von der Schulter aus gehen wir jetzt die Arme entlang bis zu den Händen und streifen wieder ab. Ich wiederhole es noch einmal. Die Hände an die Schulter, die Daumen an die Wirbelsäule, die Wärme der Hände spüren, die Energie fließen lassen in den Körper hinein. Und nun wieder nach unten mit den Daumen an der Wirbelsäule entlang, die Hände spreizen, um den ganzen Rücken und Oberkörper mit den Händen zu erreichen. Bis zum Steiß, dann die Hände zur Seite und an der Seite nach oben. Zur Schulter. Von der Schulter die Arme hinunter zu den Händen. Abstreifen. Jetzt beginnen wir mit der eigentlichen Massage, die jetzt ohne Unterbrechung durchgeführt wird. Das heißt, während ich den Partner massiere, lasse ich ihn nicht mehr los. Weil das ist sehr unangenehm, wenn sich die Energie plötzlich abgebrochen wird. Ich werde jetzt also anfangen hier mit der Hypophyse. Die Hypophyse ist der weiche Punkt am Genick und sehr, sehr sensibel. Das heißt, ich drücke nicht, sondern ich gehe nur leicht darauf und kreise leicht die Hypophyse. Das heißt, die Energie von meinem Kopf und von meinem Gehirn wird jetzt stimuliert. Danach gehe ich den Hals an den Wirbeln entlang, Wirbel für Wirbel und drücke leicht mit Daumen und Zeigefinger die Wirbel. Jetzt komme ich an die Wirbelsäule. Dort gehe ich mit dem Zeigefinger ganz leicht, spielerisch, von Wirbel zu Wirbel und umkreise jeden einzelnen. So führe ich jetzt die Energie durch die Wirbelsäule in den Körper hinein. Immer Wirbel für Wirbel umkreisen und dann den nächsten. Leicht
Eine Wirbelsäule darf nicht massiert werden. Sie wird leicht umspielt und umkreist. Euer Partner wird dort das sehr, sehr schön finden, sehr stimulierend. Er fühlt richtig, wie die Energie durch die Wirbelsäule fließt. Wieder bis zum Steiß. Am Steiß geht ihr jetzt mit dem Daumen und zieht die Energie, die in der Wirbelsäule ist, etwas in den Körper hinein. An der Wirbelsäule mit dem Daumen die Energie aus der Wirbelsäule in den Körper hineinziehen. Immer ruhig, gleichmäßig. Wenn ihr oben angekommen seid, legt ihr die Hände auf die Schulter und zieht jetzt mit aller Kraft eure Hände nach unten. Erfasst den ganzen Körper. Jetzt seid ihr wieder am Steiß und zieht jetzt mit den Daumen und mit der Hand die Energie auf den ganzen Oberkörper. Jetzt auf den ganzen Oberkörper die Energie ziehen. Immer Wirbel für Wirbel. Ihr könnt auch die Rippen nutzen, die Lücken zwischen den Rippen. Das fühlt ihr dann. Wieder bis nach oben, am Schulterblatt angekommen, zieht ihr den Daumen das Schulterblatt entlang und dann wieder über den ganzen Körper die Energie ziehen. Hier wieder angekommen, zieht ihr nun wieder mit aller Kraft die Energie nach unten. Wenn ihr das beendet habt, zieht ihr jetzt die Energie im Kreis noch einmal durch den ganzen Körper. Und zwar wie folgt. Ihr nehmt den Arm ins Kreuz und die Hand hier an den Po und zwar direkt an den Knochen des Gesäßes. Das ist ein starker Energiepunkt. Und von dort aus zieht ihr die Energie in den Körper hinein. Erst die Seite, dann geht ihr langsam nach links und zieht jetzt hier die andere Seite runter. Wieder den Knochen, den Energieknochen im Gesäß. Und zieht wieder nach oben. Zu den Schultern. Und nun wieder das Ganze nach unten. Ich wiederhole noch einmal. Ihr legt den Arm leicht, nicht stark, leicht auf das Kreuz. Geht an das Becken, an den Beckenknochen. Und zieht von dort aus die Energie in den Oberkörper. Wieder nach unten, auf den anderen Beckenknochen und jetzt wieder ruhig mit Kraft und dann langsamer die Energie in den Oberkörper rein. Und
jetzt zieht ihr wieder ab. So, bis hierhin habt ihr den Oberkörper komplett energetisiert. Und jetzt geht es darum, eventuelle energetische Blockaden zu lösen. Und das tut ihr mit euren Ballen hier, ja, mit euren Handballen. Und ihr fangt hier am Gesäß an und drückt. In der Regel reichen dreimal und das könnt ihr auch ruhig kräftiger machen. Dann legt ihr die Hand auf und zieht mit der Hand weiter auf der rechten Seite entlang, geht hier in die Weiche und drückt wieder dreimal. Ein Tipp, wenn euer Partner sehr viel Stress hat oder nervös ist, wird es hier ganz kalt sein. Das sind die Nebennieren, die sich bemerkbar machen, aber mit der Zeit wird er merken, dass es da auch angenehm warm wird durch eure energetische Massage. Und jetzt geht ihr die rechte Seite neben der Wirbelsäule nach oben, immer Stück für Stück und drückt mit den Handballen immer dreimal leicht. Und auch wenn ihr wieder das Drücken beendet, ganz leicht wieder zurückgehen mit den Handballen. Nicht ruckartig, sondern alles fließend. Wieder leicht drücken, leicht langsam zurück, wieder leicht drücken, wieder langsam zurück und so weiter. Also alles muss fließen, ihr spürt die Energie in euren Händen und fließend geht ihr jetzt den Rücken hoch und drückt die Blockaden frei. Teilweise könnt ihr jetzt auch die Blockaden spüren. Und zwar in der Regel spürt man sie entweder, dass es dort irgendwelche Verkrampfungen oder Verhärtungen gibt oder dass die Stellen ganz kalt sind. Das sind so die meisten Symptome für Energieflussbehinderung. Jetzt geht ihr den Hals etwas hoch und wieder runter, das ist sehr schön und angenehm für euren Partner. Und nun beginnt ihr mit der linken Hand die Wirbelsäule auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, nach unten zu gehen. Wieder leicht drücken, langsam zurück, wieder langsam drücken, langsam zurück. Das löst Blockaden auf. Wenn euer Partner mal leicht stöhnt, bitte fragen, ob es weh tut oder ob es angenehm ist. Also sehr oft stöhnt euer Partner, weil es angenehm ist und weil sich auch teilweise im Gehirn dort angenehme Dinge abspielen, Ereignisse abspielen. Wieder hier diese Weiche, also die ist auch kälter als woanders. Und hier noch einmal am Becken drücken. Jetzt braucht ihr diesen Knochen nicht, sondern nur oberhalb des Knochens. Wenn ihr das getan habt, dann habt ihr jetzt alles aufgelöst. Und nun macht ihr noch einmal vom Knochen das gleiche nach oben zurück, wieder an den Knochen nach oben
und nun streift ihr ab. Wenn euer Partner breiter ist, sodass ihr ihn jetzt mit der Hand nicht die ganze Seite hier erreicht, die ganze rechte Seite, könnt ihr auch Folgendes noch machen. Ihr geht vom Knochen nach oben, haltet die linke Hand auf die Schulter und geht noch einmal zurück mit der Hand wieder zum Knochen des Beckens und geht dann an der Seite noch einmal mit der Hand nach oben. Und nun die andere Seite. Jetzt geht er gleich an der Seite nach unten zum Beckenknochen, dort richtig drücken und dann oben an der Wirbelsäule wieder zur Schulter. Und jetzt streift ihr wieder ab. Diese Prozedur könnt ihr 2 bis 3 Mal wiederholen. Ihr könnt also immer wieder, wenn ihr merkt, die Stelle ist noch kalt, wenn ihr merkt, hier ist noch etwas versteift, könnt ihr also diese Prozedur des Drückens nun 2-3 Mal wiederholen. Wichtig ist, dass ihr denn immer streift mit dem Knochen, nach oben geht. Ich mache das jetzt mal schneller, dass ihr das nochmal bekommt. Und dass ihr zum Schluss über die Schulter diese gesamte Energie aufzieht. Sehr oft kann es passieren, dass euer Partner, wenn ihr das macht, wohlwollend stöhnt oder Geräusche von sich gibt. Soweit die Energetisierung des Rückens.